Willkommen zu einem weiteren spannenden Video vom Automagazin Tuning Blog. Heute dreht sich alles um den brandneuen BMW M5 der Baureihe G90. Bevor wir richtig loslegen, nicht vergessen, ein Abo dazulassen, damit ihr auch in Zukunft kein Update rund um die spannendsten Autos verpasst. Der M5 G90 bringt eine beeindruckende Kombination aus Leistung und Luxus auf die Straße. Und die ersten Reaktionen von Fahrerinnen und Fahrern, die das Glück hatten, dieses Kraftpaket zu erleben, sind einfach faszinierend. Diese Eindrücke stammen aus den letzten 2 Tagen aus verschiedenen Foren und YouTube-Kommentaren, in denen die Erfahrungen geteilt wurden. Natürlich wissen wir erst, ob all das wirklich stimmt, wenn wir bei Tuning Blog selbst die Gelegenheit haben, eine Runde mit diesem Biest zu drehen. Mit einer Systemleistung von 727 Pferdestärken und einem maximalen Drehmoment von 1000 Newtonmetern setzt der M5 neue Maßstäbe in seiner Klasse. In 3,5 Sekunden katapultiert er sich mit Launch Control auf Tempo 100 und das Fahrerlebnis wird nur noch beeindruckender, je mehr man aufs Gas tritt. Und keine Sorge, wer gerne auf der Autobahn unterwegs ist? Mit dem optionalen Fahrerpaket ist erst bei 305 Stundenkilometern Schluss. Also für all diejenigen, die Geschwindigkeit lieben, ist das hier ein absoluter Traum. Ein Punkt, der im Vorfeld oft kritisiert wurde, war das Gewicht des M5. 2,5 Tonnen sind natürlich eine Ansage und viele fragten sich, ob das nicht zu viel für die dynamische Kurvenfahrt ist. Doch die ersten Eindrücke zeigen, das Fahrwerk des M5 wurde so perfekt abgestimmt und stabilisiert, dass man sich auch bei hohen Geschwindigkeiten in engen Kurven absolut sicher fühlt. Die Lenkung bietet eine beeindruckend feine Rückmeldung von der Fahrbahn, was die Verbindung zwischen Fahrer und Maschine deutlich verstärkt. Besonders spannend ist der hecklastige Charakter des M5. Der Fahrer kann entscheiden, wie viel Unterstützung er vom ESP haben möchte und wie stark das Drehmoment auf die Hinterräder wirken soll. Für diejenigen, die es ganz genau wissen wollen, gibt es sogar die Möglichkeit, auf kompletten Heckantrieb umzuschalten. Aber Vorsicht! Wenn man hier nicht aufpasst, kann es passieren, dass das Heck schneller am Seitenfenster vorbeizieht, als einem lieb ist. Denn mit dem vollständigen Abschalten der Fahrstabilitätsregelung DSC ist wirklich höchste Konzentration gefragt. Für die, die den ultimativen Kick auf der Geraden suchen, gibt es einen kleinen Trick. Zweimal an der linken Schaltwippe ziehen, um 2 Gänge runterzuschalten und dann das Gaspedal bis zum Anschlag durchdrücken. Das Ergebnis? Eine Beschleunigung, die nur noch eine Richtung kennt, nach vorne. Alles in allem lässt sich aus den bisherigen Erfahrungsberichten sagen, dass der neue BMW M5 G90 ein echter Volltreffer ist. BMW hat hier eindrucksvoll bewiesen, dass die Kombination aus Verbrenner und Elektro einen extrem potenten Straßenboliden formen kann. Egal ob sportlich, spaßig oder komfortabel, der M5 scheint auf jeder Strecke eine beeindruckende Figur zu machen. Wir sind jedenfalls gespannt darauf, ihn bald selbst bei Tuning Blog auf Herz und Nieren testen zu dürfen. Vergesst nicht, uns ein Abo dazulassen, um das nicht zu verpassen. Bis zum nächsten Mal!